Freunde, heute ist ein besonderer Tag, denn ich bin auf der Gala TCG-Messe mit Francesco, Amici, Marc und wir haben eine Mission. Und zwar werden wir heute den lieben Arita treffen. Falls euch dieser Name nicht sagt, es ist eigentlich der Meister. Es ist der Mann, der die Ehre hatte, das erste Glurak zu zeichnen. Er hat wunderschöne Karten in den letzten Jahren designt und ich musste eine auswählen. Und ich habe mich aber trotzdem für meinen Glurak entschieden. First Edition, und Ziel ist es heute, auf jeden Fall eine Unterschrift zu bekommen. Ich bin mega aufgeregt, es wird ein super geiler Tag. Let's go! Wow. So, angekommen. Hier ist der liebe Jan von Cards & Toys und der bringt uns rein. Ihr habt das hier auch mitorganisiert, genau, ne? Genau, wir sind die Veranstalter. Okay, wow. Ey, ich freue mich wirklich seit Monaten. Let's go, ich kann es wirklich kaum abwarten, mir das alles anzugucken. Vielen Dank. Kein Problem. Danke. Wir werden uns jetzt erstmal alles hier in Ruhe anschauen und gucken mal, ob wir hier so ein paar Highlight-Karten finden und vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen können. Und dann drehen wir bestimmt auch noch eine Shopping-Runde. Und Arita ist das Ziel heute. Bist du bereit? Ich bin so bereit. Ich hab so Bock. Ich bin aufgeregter als vom Boxkampf, wirklich. Also, du hast dir diese Karte hier gerade geholt, ne? Richtig. Ich war vor 2 Monaten in Amsterdam und habe mich die ganze Zeit gefreut. Ne? Also sobald released wurde, dass es quasi diese Van Gogh-Ausstellung gibt, bin ich dahin und kam an. Und genau an dem Tag, wo ich ankam, gab es die Promokarte nicht mehr für die Leute, die zu Besuch kamen. Genau an dem Tag. Ich habe wirklich wochenlang mich gefreut und dann wurde es wegen diesen Dieben und leider eingesetzt. Sehr, sehr schöne Karte hast du da. Geiler Kauf. Guck mal, hier ist eine Karte. Komm mal mit, Falco. Ausgestellt. Guck mal, die unterschriebenen Gluraks. Vielleicht kriege ich heute auch so eine Karte in meine Sammlung. Auch guck mal, das untere, hier das linke. Das, mit dem Feuer. Das macht Arita auch manchmal, dass er quasi das Glurak so Feuer speien lässt. Das ist natürlich auch super heftig. Ey, traumhaft, wirklich. Guck mal. Einfach. Oh, einfach ein Fossil-Display. Erste Edition. Traum. Falco, wenn wir irgendwann mal im Lotto gewinnen. Ich schenke dir eins. Ich schenke dir 2, wenn ich was gewinne. Danke. Alter, First Edition. Was kostet ein Boosty? 800. 800? Schnapper. Eieiei. Ich darf mal den Schatz hier in den Händen halten. Oh. Kann ich ihn auch halten? Das hier ist wirklich einfach eine Geburtstagsparty für Kinder von damals, die erwachsen geworden sind. So halb erwachsen geworden. Das sind die Sticker von damals. Das hatte doch jeder damals. Ich habe es auch bei mir zu Hause. Es ist legendär gewesen, legendär. Ich hatte es komplett voll. Ah, ich liebe diese Zeit, wirklich. Ah, es war wunderschön. Wir haben Crew 10 getroffen und genauso Pokémon begeistert wie ich. Und hier werden natürlich direkt erstmal die Karten angeschaut. Super spannend. Ich habe auch eine Geschichte zu dieser Karte. Letztes Jahr haben wir das Display davon geöffnet. 6, ja. Und da hatte ich nämlich das Glurak aus 2016 auch gezogen. Und mein riesiges Glück, ich habe einfach eine PSA 10 bekommen. Also das war wirklich richtig, richtig Glück. Einfach random in einem Boosty bekommen. Was für einen Wert hat die jetzt? Da muss der Experte reden. Euro. Ist okay. Ja, schöne ist Karte. Ja. Andere Story, ich habe bei Marc ein paar Booster und so abgekauft. Ja. Und er hat für Galileo hunderte Packs geöffnet, ja, um das, diese Shiny Charizard zu zeigen. Ja. Und ich habe es einfach gezogen. Geil. Random am Küchentisch. Es ist immer so random. Immer. Aber schöne Karte. Ja, ist es. Nee, das war verbotenes Schicksal. Und das war das. Ja, das war das. Das war's. Geil. Stimmt. Meine Highlight-Karte ist das Mewtwo. Das habe ich in einem Pokerturnier gewonnen, die hier. Nice. Sky, PSA 9, schöne Karte, wunderschön. Das ist Shadowless. Ja, jetzt holt er. Ja. Angeber. Du hast eine Karte gefunden, du hast dich verliebt. Ja. Okay, Francesco. Die Aufregung wird immer größer.
Ist die Karte weg oder ist sie noch da? Ah, das war da drin. Das ist ein Mewtwo von damals, das auf Englisch, das wurde ihm nur im Kino gegeben, beim ersten Pokémon-Film. Okay. Es ist leider keine Holo, aber trotzdem eine sehr schöne Promo mit so, ein goldenes Logo, so eine ganz besondere. Wirst du gleich sehen. Du hast dich also in diese Karte verliebt, Falco? Ja, ich muss sie haben. Ich lasse das nicht zu! Ich schenke sie dir. Ja. Bruder, Ehrenbruder. Was kriegt ihr für die Karte? 15 Euro, alles klar. Bitte schön, Falco, für dich. Oh, danke. So, ich glaube, wir dürfen mal uns die richtigen Schätze jetzt angucken. Das hier ist wirklich verrückt. Boah, guck mal, Falco. Das ist die Black Lotus-Karte, ja, ne? Ja, die wertvollste Magic-Karte. Ja, die wertvollste Magic-Karte der Welt. Ja. Boah, wie geil das hier auch aussieht, ne? Hey, oh, guck mal, die sind alle hier unterschrieben mit dem Dragon Knight Sketch und hier auch. Eieiei. Ey, unterschriebene Karten sind einfach wirklich zu krass. Hier auch nochmal das Glutexo, ne? Wow, 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 wow. Aber die ist sogar unterschrieben, die Black Lotus? Scheint so, ne? Ja, vom Zeichner, der ist schon rot. Krass. Was ist die Black Lotus-Karte wert? Es ist der vierte Druck. Ich habe bezahlt für die Karte 7.000 so, ohne Unterschrift, würde 15 verlangen. Aber okay. Letztendlich kann man da schwer einen Wert fällen, weil Christopher Warscher 2016 tot ist. Ja. Die Karten, die es gibt es. Da kommt keiner nach, wie jetzt zum Beispiel heute mit Arita. Ja, verstehe. So, der liebe Philipp von Cards and Toys zeigt uns hier die Schätze weiterhin. Eieiei, ihr habt ja wirklich eine richtige Arita-Sammlung. Hier auch mit dem Pikachu-Sketch, Raichu-Sketch, alles. Wow, das ist ja wirklich eine Traumsammlung. Und ich finde die auch hier Hammer. Das ist geil, wenn ihr dann noch Feuer aufmacht. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel hier, das Tragosso hatte ich jetzt letztes Jahr in Paris machen lassen. Ja. Bei der Gala TCG. Ja. Und man sieht halt hier den kleinen Unterschied, wenn man jetzt mal guckt. Hier das Dragoran und dann jetzt hier das Tragosso, dass er jetzt nur noch personalisiert unterschreibt. Dieses Dreieck heißt in Kanji, glaube ich, ist für Tuk. Ja, ja. Und er macht nur noch personalisiert und mit Datum halt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Das heißt, komplett unpersonalisiert und das macht er nicht mehr. Das macht er nicht mehr. Okay. Und das heißt, heute kommt auf meine Karte dann auch ein Name drauf? Genau. Ah, der fragt mich, wie ich heiße. Ja, du kannst aber auch To Ash, To Champion. Ah, ich wähle aus hast quasi. Hast du Limited gekauft? Ich habe quasi das Beste. Das Beste, ja. Da hast du zwei Karten. Zwei Karten, die ich unterschreiben lassen darf? Eine wird unterschrieben, wie es in deinem Perso steht. Ja. Und die andere, da darfst du dir einen Namen aussuchen. Die sind wirklich nice. Ich nehme die mit. Dann nehme ich auch einen Dragoran. Hey, warte mal, sind da zwei Dragorans? Nee, ne? Falco? Also eigentlich habe ich vor dir gesagt, dass ich das Dragonite kaufe. Echt? Hast ja. Du? Gönn dir. Wir schnicken. Gönn dir. Ich schenke das dir. Nein, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck, wer die Karte bekommt. Schnick, Schnack, Schnuck. Das Schicksal wollte es. Niemand. Ich schnuck hier keine Chance mit dir. Also, wir haben gerade eben 15 für eine bezahlt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die beiden 30 kosten. Jetzt versuchen wir mal zu verhandeln. Chef, was willst du für die beiden? Die haben wir für 15 bekommen. Dann mache ich hier 25 bei 20. Für zwei. Und was ist dein letzter Preis? 20, weil du es bist. Das klingt nach einem Plan. Danke dir. Danke, bitte. Bis später. Liebe Flo hat mir einfach eine Karte geschenkt. Ein Tauros. Ein schönes Tauros. Ja, voll. Eine schöne Karte von damals. Vielen Dank. Ja, voll gerne. Danke, danke. So, der Tone erzählt mir ein bisschen was jetzt von Fußballkarten. Wir haben hier eine Messi-Karte. Ja. Die ist La Masia und die ist Short Print. Das heißt, die ist auch super selten. Okay. Und die wurde gegradet in der 10 und das Autogramm wurde auch gegradet in der 10. Und das ist ein echtes Autogramm? Genau. Die hat Messi wirklich selber unterzeichnet. Boah. Aber nur den Sticker. Das ist jetzt nicht On-Card. Ah. Es gibt bei Fußball auch, wie bei Pokémon, dass quasi der Künstler oder der Spieler die auf der Karte unterschreibt, aber das ist der Sticker. Okay. Und der wurde dann geprintet auf die Karte. Okay. Und die Karte zum Beispiel hat jetzt so ein Value von mit dem Grade von wahrscheinlich 3.000 bis 4.000 Euro bis 5.000. Krass. Die ist on Card. Krass. Ah, und das ist dann eine unterschriebene Karte. Genau. Sticker von Harl. Crazy. Auch eine eigene Welt, ne? Wirklich. Komplett. Wir machen vier Boosties auf. Evolving Skies, sehr geiles Set, wirklich. Und mal gucken, wer die beste Karte zieht. Ist doch eine geile Challenge.
Und die letzte. Oh, VMAX, Karados VMAX. Geil. Oh, schön, 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 schön. Schöne Karte. Und schönes Ja, voll. Heute ist mein Glückstag. 3, 2, 1, bitte. Oh! Oh! Schön! Wussis kommen mit, die kriegt meine Frau. Und guck mal hier, ey, das ist glaube ich mit die krasseste Karte in ganz Pokémon. Das englische First Edition Charizard PSA 10. Boah, dass die hier einfach steht. Unglaublich. Also zu besten Zeiten wurde die glaube ich für 500.000 verkauft. So actually the Pokemon company was printing Magic cards before? Yes, Wizards of the Coast was, but they're testing the Pokemon cards on the Magic. Guck mal. Ein Test einfach. Magic hinten, vorne Pokémon. Eine von vier auf dieser Welt. Yeah, we know it, right? Okay, wow, wow. Da hier sind so krasse Karten. Wow. Moly! Das ist die allererste Glurak-Karte. Wow. That is the highest graded Pokémon video game. This one? Yep. Wow. Die haben den crazy shit. 2 Millionen, alle diese Karte. Yo, it's my collection. Guck mal, den hier, ne? Diesen jungen Mann. Sehr sympathisch. Wir sind seit 3 Stunden hier und laufen die ganze Zeit aneinander vorbei. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Guck mal, Freunde, ich habe den Dario Zero of Time endlich entdeckt. Wir laufen die ganze Zeit aneinander vorbei. Aber ist auch egal, wir hatten letztes Jahr so eine geile Zeit in Yokohama. Yokohama war geisteskrank. War sehr, sehr cool. Einfach, allein, was wir da alles gesehen, gegessen haben und alles Mögliche. Ey, ich denke an das Izakaya wirklich täglich. Ungelogen, ungelogen. Ey, das war auch ein legendärer Abend, als wir da waren halt. Ey, unglaublich. Also einfach geil essen, geil trinken und Pokémon-Weltmeisterschaft in einem Trip. Besser hätte es nicht sein können. Safe, safe. Und wir haben in Japan, ich weiß nicht, du hast ja auch ein paar Karten geholt. Ja, ja, klar. Und auch ganz viel im Shop. Aber ey, wusstest du, dass deine Geschichte über deine Shopping-Tour im Poké-Center auf der Weltmeisterschaft, die dreht hier Runden. Wirklich? Ich habe heute schon Leute getroffen, die haben darüber geredet. Ja, du warst doch dort mit Zero of Time. Ich so, ja, genau. Ist der nicht dort voll ausgerastet? Ich so, ja, genau. Ja, ja, der hat dort dick eingekauft. Ja, das war ein anderer Tag, sag ich. Ich bin am Ende und habe alles eingekauft, was ich, glaube ich, auch holen wollte. Aber ich habe gehört, falls die Leute auf deinem Kanal hier sehen wollen, wie deine Sammlung mal aussieht, dann können sie auf jeden Fall mal einen Daumen da lassen und es in die Kommentare schreiben. Meine Sammlung ist noch nicht so spektakulär, aber ich könnte mittlerweile ein YouTube-Video drüber machen. Ich glaube auch. Also ein paar Schätze sind dabei. Ich glaube, du musst dich da nicht kleinreden. Du hast ja ein paar coole Sachen auch in Japan allein geholt. Das stimmt. Und ich habe jetzt zu Weihnachten die CD-Promo bekommen. Die ist richtig geil. Das habe ich gesehen auf Insta. Ja, die war sehr, sehr cool. Schön für die Sammlung. Ah, Falco, hallo. Wir haben hier den Schatz. Sehr, sehr coole Karte mit Unterschrift von dem guten Arita. Und einer kleinen Zeichnung. Und wir haben hier noch das Lugia. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich habe gehört, der gute Rob hat auch noch gleich seine Session. Ich bin sehr gespannt, ey. So, in 5 Minuten kriege ich jetzt einen spontanen Termin bei Arita. Wir müssen hochlaufen, das Ding cracken und wieder runterlaufen und das alles in 5 Minuten. Marc, let's go, ich muss in 5 Minuten da sein. Man kriegt zwei Unterschriften, also eine Unterschrift und eine mit Zeichnung, ne? Ah, was mache ich denn? Was mache ich denn? Hier rechts? Wo, oder wo war das? Geradeaus. Ah, geradeaus. Ja, stimmt. Was ist das? Ja. Oh, jetzt wird's spannend, Alter. Direkt Karte, Bro. Wow. Oh okay, Gott. Du hast sie auch bekommen. Ich war mir den ganzen Tag unsicher. Eigentlich wollte ich den Sketch auf die Glurak-Karte, aber ich habe mich in letzter Sekunde umentschieden. Die Glurak-Karte ist was Persönliches und deswegen wollte ich da meinen Namen drauf haben. Die Gengar-Karte ist deutlich seltener mit einem Sketch aufzufinden. Und deswegen habe ich mich dann für die Gengar-Karte entschieden.
gleich. Renn! Ich laufe. Let's go! Crazy, da ist es, ey, da ist es. Ey, so viel Chaos, ne? Ich dachte erstmal am Anfang des Tages, ich mache das Glurak, jetzt doch das Gänger. Ich konnte mich nicht entscheiden, aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. So, also ich habe das Gänger mit Sketch und das Glurak mit meinem Namen. So ist es perfekt, so ist es perfekt. Ja, so hätte ich es auch gemacht. Ja, ja, ja. Wow, 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 was für ein Stress, aber wunderschön. So, jetzt Falco, hilf mir mal. Wir müssen wieder in die Folie rein. Warte. Oder müssen die trocknen? Warte, ja. Okay. Willst du wirklich machen? Ja, safe. Ey, einfach Rob 2. Und du auch, oder was? Ihr würdet es öffnen? Hier ist Turtok drin, mindestens. Also die Jungs öffnen hier echt einfach Base-Set Booster. Ihr seid verrückt, ihr seid verrückt. Gleich komm. Na, oh, Junge. Nido King. Bist du aufgeregt, Rob? Safe. Das letzte Mal vor 30 Jahren. Spannend. Boah, Dick, Daumen drücken. Falco ist mit seiner Shopping-Sucht glücklich. Ich bin absolut zufrieden. Es war ein so geiler Tag, wirklich. Mega happy, in Nostalgie geschwommen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, und zwar dem Gala-Dinner. Ey, warte mal, da gibt's noch eine ganz kleine Überraschung für dich. Für mich? Ja. Was denn? Halt mal kurz. Warte. Das war mein Vermutter. Für dich. Dankeschön. Oh! Oh, der fehlt dir. Ja, das stimmt. Für meine Amphoros-Sammlung. Ja. Francesco. Dankeschön. Bitte. Danke dir für Mute. Wir sind jetzt angekommen auf der Gala TCG und das ist quasi, ja, das Highlight der Messe, denn das ist ein Dinner unter allen Pokémon-Liebhabern und die haben sogar das Schokoladenmuseum extra dafür gebucht und jetzt laufen wir hier einfach bei Nacht durch. Der Marc kennt das ja noch gar nicht, der kommt ja gar nicht aus Köln. Gleich kommt das Highlight. Hier sind auch die Sachen ausgestellt, wenn ich das richtig verstehe. Da kommen jetzt bestimmt einige Schätze auf uns zu. Was war das für ein Tag, Freunde? Mein Kinderherz ist absolut glücklich und ich bin dankbar, so viele nette Leute kennengelernt zu haben. Das Essen auf der Gala war unglaublich. Abonniert gern den Kanal für weitere Retro-Abenteuer und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Ganz viel Liebe, euer Rob.